Moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22 hier auf dem kleinen Land. Wir haben 3.900 Euro verdient mit verkaufter Milch. Das ist der Hammer. Wir haben einen neuen Tag, wir haben Juli. Wir schauen mal schnell in die Wettervorhersage, denn Feld Nummer 24 ist erntereif. Da steht Raps, den können wir verdröschen. Aber hier war Regen irgendwie angekündigt. Aber anscheinend kommt doch keiner. Na denn, mach ran. Ja, die Kartoffeln stehen in der Blüte. Die Sonnenblumen, die sind am Wachsen. Okay. Und wann ist denn hier was erntereif? Warte mal, wir haben gerade Raps. Danach kommen die Kartoffeln. Alles klar, im August. Na, ist doch was. Ah ja, guck mal, der Mais. Ha, da wir den häckseln wollen und nicht dröschen wollen, können wir den so einen Tag vorher. Mais im September. Ey, das ist ja voll geil, dann können wir jeden Monat irgendwas machen. Wir haben jetzt im Juli den Raps. Dann haben wir im August die Kartoffeln. Dann haben wir im September den Mais, einen Tag vor Erntereife. Oder einen Monat. Und im Oktober haben wir die Sonnenblumen. Geil, dann können wir jeden Tag durchernten. Das ist ja mal traumhaft. Obwohl die Kartoffelernte könnte eine Weile dauern, oder? Na, ist egal. Also, wir gehen ab in den Raps. Strohablage. Ah ja, komm, machen wir an. Ist ja egal. So, was soll der Geiz? Okay. Na, mal gucken, wie ertragreich dieses Feld hier ist. Hier drüben, ja genau, hier wächst Unkraut. So ist es richtig. Was ich ein bisschen komisch fand, auf der Gnadental-Map, da hatten wir ja Baumwolle, aber da ist irgendwie kein Unkraut gewachsen nach der Baumwolle. Das war ganz, ganz merkwürdig. So, das Stroh schmeißen wir mal hier hin. Wollen wir hier zwei oder drei Streifen Vollwände machen? Ich glaube, der Dröscher kommt mit zwei Streifen relativ gut klar, oder? Geht halt wegen des Stroh, nicht, dass es hier nachher rumliegt und wir da nicht rankommen. Warte mal, kommen wir hier? Geht das? Nein, geht leider nicht, ist ja klar. Ach ja. Egal, komm, dann fahren wir einfach zwei Runden außen rum. Mal gucken, wann das Ding hier voll ist. Ab in den Raps. Rapsstroh. Ist an sich mega geil. Dann können wir da nochmal ordentlich Kohle bei rausziehen. Und am Raps alleine verdienen wir die schon ordentlich gut Geld. Ja, wenn wir dann hier große Ballen pressen, dann wird das gut. Na, komm schon, zieh durch. Hier steht dir nicht im Weg. Bis runter an der Straße. Komm. Komm. Trau dich. Genau so. So, was hat gesagt? Genau, wir fahren zwei Runden außen rum. Und dann lassen wir einen Helfer alleine helfen. Müsste eigentlich hinkommen, oder? Hä? Hier unten hatte die geklappt, da oben nicht. Ah ja, klar, stimmt, weil in der in der Arbeitsbreite mehr. Ja, okay, ich habe nicht gesagt. Nein, bis zum Anschlag durch. So, ja. Genau. Hier plätschert Wasser. Soll das so sein? Ja, mit der Ecke in dem Feld. Ich mag so eine Felder eigentlich nicht, aber habe ich glaube ich auch schon mal gesagt irgendwie, ne? Ja. Da müssen wir jetzt durch. Wir könnten doch splitten, indem wir einfach in der Mitte durchfahren. Dann haben wir hier zwei Felder, links und rechts. So, hier lasse ich den Helfer mal nicht fahren. Der kleine Stückchen, der kriegt glaube ich auch noch alleine hin. So. Cool, auf den Mais bin ich gespannt. Aber bis dahin wird noch viel Zeit vergehen.
Vorher sind die Kartoffeln dran. Das kann sehr, sehr lange dauern. Ne? Schauen wir mal. Aber dieser Sommer ist auch sehr abwechslungsreich. Hier haben wir sehr viele Feldfrüchte angebaut. Ja. So, ich wollte eigentlich eine Runde rumfahren. Ne? Jetzt machen wir hier gleich doch beide Streifen. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. So, dann hin eine Runde hoch und dann nochmal die zweite Runde runter. Bin mal gespannt, wenn der Drescher voll ist. Okay, die Lampe ist schon mal an. Hey, na komm mal. Du willst aber die kleinen Bärchen hochkommen, oder was? Hallo? Lass mich nicht an dir zweifeln. Komm schon. Sei stark und zieh durch. Der kommt genau hier oben an und ist voll. Das ist ja traumhaft. Ha! Na, das ist ja... Wirklich, das ist super. Dann brauchen wir noch nicht mal den Traktor starten zum Abbunkern, dann können wir so ranfahren. Haha, wie praktisch. Da kommt das schwarze Gold. Aber wir können den trotzdem schon mal vorglühen und starten. Das dauert ja eine Weile. Wie er sich wieder anschaukelt hier. Herrlich. Schönes Geräusch, was hier permanent im Hintergrund ist, rumblabbert. Okay. Und los. Zweite Runde. Na? Ah, doch, okay. So, schön den Mais platt fahren. Und so, Hilfe am Arsch. Also die Rapsernte läuft bis jetzt sehr gut. Oh ja, auf einmal sehr ertragreich. Guck mal, wir haben schon den ersten Korntank ausgespuckt. So, jetzt ist die Frage... Ah ne, eigentlich passt das ja. Wir lassen ihn das eh mal komplett außen rum fahren. Ist ja soweit okay. Wollen wir da gleich mit der Strohpresse anreisen hier? Wäre eigentlich vom Zeitaufwand ja nicht so verkehrt. Der Ding ist natürlich, der Korntank, der ist sehr, sehr schnell voll. Da müssen wir ständig abbunkern fahren. Aber wir können ja mit der Presse trotzdem schon mal vor Ort sein. Und was wir wegpressen, pressen wir weg. Das ist dann halt erledigt. Dann brauchen wir nachher nicht so viel machen. Ich will ihm nur sein Vorwände hier geben und zeigen, wo er lang zu fahren hat. Weil ist ja anscheinend doch für manche Helfer eine starke Herausforderung, einfach auf dem Feld zu bleiben. Deswegen fahren wir nochmal schnell eine Runde rum hier und dann kann er so Sachen machen. Dann könnten wir eigentlich wirklich die Ballenpresse schon mal holen. Das Ding ist, mit welchem Traktor wollen wir Ballen pressen? Und wollen wir wieder den blauen ZT davor hängen, mit dem wir auch die anderen Ballen abgefahren haben in der letzten Folge?
Oder wollen wir den International mal davor hängen? Der ist aber mega laut. Wir müssen wirklich gucken, welche Leistungsanforderungen die Traktoren der Ballenpresse genüge werden, oder? Das ist glaube ich mehr ausschlaggebend. So, dann haben wir überall zwei Streifen rum. Dann fahren wir da hinten hoch und dann lassen wir den Helfer einfach fahren. Theoretisch dürfte jetzt nicht mehr schief gehen. So. Und Stück zurück, anschalten. Was war das denn gerade? Da schon wieder. Zack. Ach Gott, ich dachte, hä, was ist das denn? So. Abfahrt. Ab nach dem Raps mit Stroh aktiv. Hä, fährt er gerade? Ja. Okay, berghoch hat er echt Stress. Ist aber nicht schlimm. Tja, jetzt ist die Frage, mit welchem Traktor fahren wir mit der Ballenpresse? Wir können ja mal gucken. Warte mal, wir haben vorgespult, aber ist leider nicht im Angebot. Wir haben eh keine Kohle. Die Ballenpresse... Da. Du, 115 PS. Okay, welche Traktoren haben denn 115? Du hast 190. 140... Der wäre möglich, der wäre möglich, der wäre möglich, der nicht, der wäre möglich, der wäre nicht. Boah, wollen wir mit dem Lanz fahren? Nö, komm, ich will mit dem International pressen. Der fährt die Berge wenigstens vernünftig hoch und runter. Ich hab den Onkel einfach mal ein bisschen leiser gemacht. Hä? Guck mal, der sitzt, bewegt sich, aber der Fahrer nicht. Das ist ja verhext. Weil der schon wieder abgeht. So, greif zu, Junge, und leg los. Was haben wir hier? Grasballen? Heu? Heu, Gras, Heu, 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 Gras. Gras. Stimmt, wir haben Silageballen gemacht. Natürlich, hier ist Gras drin. Ja. Guck mal, die Kartoffeln. Ach du Schande, der Gras ist schon wieder schnittreif. Puh. Sollten wir aber machen, ne? Ist der Dröscher voll? Ja, der ist gleich voll. Da kam schon die Meldung, ne? Also los, Abfahrt. Ich finde den so geil. Jetzt habe ich den Ton leider noch weiter runter gedreht. Aber der ist der Hammer. Weil er streckt hier jeden Moment sein Ärmchen. Dann müssen wir natürlich bereit sein. Fährt er jetzt langsam wegen dem Berg oder fährt er langsam, weil er voll ist? Ne, er fährt langsam, weil er voll ist. Okay. So, dann hauen wir raus. Dann können wir den zweiten Anhänger noch überladen und dann den dritten Korntank rein und Abfahrt. Mal gucken, jetzt wenn wir zwei Runden rum sind, sieht das Feld ja nicht mehr so groß aus mit denen mal. Bin mal gespannt, wie viel am Ende zusammenkommt. Okay, wir haben nicht geguckt, was die Gersteernte eingebracht hat, oder? 22.400, genauso viel Weizen haben wir gerade im Silo. Okay. Ja, na mal gucken. So. Dann würde ich sagen, fahren wir den hier wieder aus dem Gefahrenbereich raus, dass wir hier vernünftig pressen können. Na, die Hupe. Ich glaube, der steht hier vorne ganz gut. Nicht. Da sind wir noch im Umdrehradius von den Strohschwaden. Ach komm, wir fahren auf den Acker hier. Hier ist gerade eh nicht los. Hier haben wir Platz ohne Ende. Die breiten Reifen, ne? Nein, ich habe mal ausgemacht. Wir machen ihn wieder an. So. Ballengröße 240. Okay.
absenken, aufklappen und presse Marsch. Dann geht das los und schon ist das Grasball zum Strohball geworden. Perfekt. Ich habe keine Ahnung, wie viel hier rauskommt. Ich denke mal, so viel kann es nicht sein. Theoretisch hätte man vorher auch immer eine Runde schwaden können. Aber ja, dann fahren wir halt Schwad für Schwad. Dann ist es so. Ist ja nicht schlimm, oder? Können wir das T-Shirt wegräumen? Eigentlich ja. Eigentlich können wir das ganze Stroh aus dem Vorhängeschirm nicht mehr wegräumen. Müssen wir nur gucken, dass wir da keinen Strohball in den Weg packen. Aber an sich kann das schon weg. Und sonst bin ich immer nur da mit der Presse lang gefahren, wo der Dröscher schon war. Aber hier, guck mal, bis hier der erste Ballen rausfällt. Die Dichte vom Stroh ist ja nicht so dolle. Schade eigentlich. Aber gut, der Dröscher hat doch keine Arbeitsbreite, ne? Hier ist ja nicht so ein Pflanzendurchsatz. Deswegen passt es schon, ist schon okay. Oh, Entschuldigung, falscher Knopf. So. Ich habe G wie Gustav und H wie Heinrich genau nebeneinander. So wie jeder andere auf der Tastatur, ist ja klar, macht ja Sinn. Aber H ist hier Helfer und G ist bei mir, habe ich umgelegt, hier hat ein Ausblenden. Ja. Wenn man so schnell mit dem Finger kommt, dann hast du halt einen falschen Knopf gedrückt. Naja. Das passiert halt ständig. Also ist mir in letzter Zeit öfter passiert, leider. Möchte ich mich sehr fast für entschuldigen. Ja. So, warte mal, wir fahren hier lang. Dann müssen wir aber den Strohballen wegräumen, ne? Das wir jetzt gerade hier bald zur Welt bringen. Zack, da kommt er raus. Okay. Der Dröscher tut da Fahren tun. Wir haben hier viele Schwade. Alles klar, dann werden wir hier weitermachen. Oder wollen wir erstmal die Vollwände wegräumen? Ich meine, wir können theoretisch über den Kreis fahren. Fahren müssen wir so oder so, das ist egal. Dann können wir doch die Vollwände erstmal aufräumen hier. Na siehst du, wird doch langsam. Schöne Rapsernte. Der Dröscher, der hämmert da über die alten Strohberge. Das ist ja der Hammer. Na? Dann müsst ihr doch bald die Lampe wieder angehen, oder? Auf jeden Fall quält er sich dann schon den Berg hoch da. So, egal, wir fahren weiter. Zack, zack. Oh, hat er alles weggeräumt. Ist ja geil. Warte mal, dann fahren wir hier ordentlich ran. Stimmt, ich habe hier auch die Pickup von der Arbeitsbreite erhöht. Also, das ist ja wow. Das ist ja der Wahnsinn. So. Na dann sammeln wir das mal alles schön weg. Habt ihr gesehen, wie weit das ging gerade? Voll geil. So, der Ball liegt da. Außen wir fahren. Nein. Wieder zurück. Außen wir fahren im Bereich vom Dröscher. Das ist sehr schön. Zack, zack, zack. Das ist komplett weg. Dann nehmen wir uns dieses Schwad hier. Das ist dann nämlich auch schon ordentlich sauber. Aufgeräumt, weggeräumt. So. Okay. Naja, so viele Ballen sind das ja nicht. Zwei haben wir jetzt schon. Ich glaube, der dritte ist in der Mache. Ne, das hängt hier schon in der Rutsche. Dann machen wir gerade den vierte. Aber ist okay. Dafür, dass wir sonst bei
Raps und so gar kein Stroh haben, ist das hier ein schöner Zuverdienst. Zack. Und weiter. Der Dröscher ist gleich voll, denke ich mal. Du musst jeden Moment anhalten. Ja. So, und Abfahrt. Dann haben wir, ist der zweite Korntank. Das ist so krass. Ihr kommt darauf irgendwie nicht klar. Tut mir leid, Leute, aber jedes Mal, wenn er schneller wird, wird er leiser. So, na, dann hauen wir ihn raus. Dann fahren wir den gleich weg. Schöne Rüttelpartie. Also die Lager, die werden sich bedanken, ne? Irgendwann sind die alle ausgeballert. Alle. Und Abfahrt. Ihr könnt mir vorstellen, hier kannst du auch zwei große HW-80 hinterhängen. Den juckt dem nicht. Der fährt damit trotzdem einfach los. Na, wobei, hier berghoch. Nee, er wird schneller. Passt schon. Die Reifen, ne? Das ist der Hammer. Voll geil. Also optisch finde ich den wunderbar. Soundtechnisch, da könnte der mich richtig vom Sessel hier wegfegen. Macht er leider nicht. Da ist der andere Lanz deutlich besser. Apropos der andere Lanz, wir können die nächste Hängerrutsche eigentlich mit dem anderen fahren. Ja, das machen wir auch. Ich weiß ja noch, ihr mögt das Ding. Die Motorbremse hört sich top an. Aber eigentlich können wir damit auch weiterfahren, oder? So. Apropos Lanz. Wir haben vor euch gespult. Wir müssen die Kühe so oder so füttern. Also müssen wir so oder so starten. Und raus damit. Sehr schön. Die Rapsernte läuft auch perfekt. Das werden wir heute aber alles nicht schaffen. Ne? Das Feld ist ja viel, viel größer. Und der Arbeitsaufwand ist auch nicht gerade klein. So, dann düsen wir damit wieder zurück. Krass, uns wird Gras schon wieder erntereif. Sollten wir Gras machen? Müssen wir nochmal gucken, ob wir Heu brauchen oder so. Versilage haben wir erstmal wieder. Müssen wir nochmal in die Futterproduktion werfen. Wobei wir haben sehr, sehr viel Futter da. Ich will einen neuen Dröscher haben. Der kostet halt Kohle. Und wir haben Kredit an der Backe. Das ist teuer. Also eigentlich wäre Silage ja nicht schlecht zum Verkaufen. Aber erstmal gehen wir in die Feldernte. Das ist mir ein bisschen wichtiger. Gras können wir theoretisch immer schneiden, ernten und verwursten. Theoretisch können wir aber auch nochmal hingehen und Silageball machen, oder? Wollen wir den hier stehen lassen? Ja. Dann machen wir hier weiter. Komm. So, da hat er gerade den nächsten Ball geboren. Habt ihr gesehen? Sind wir rausgeploppt, so ein bisschen, wird jetzt geschoben. Da wurde eine Collie erzeugt und von der Ballenpresse quasi freigegeben, dass er nach hinten rausrutschen kann. So, wenn wir die hier aus dem... Ach, das liegt auch genau da. Mal gucken, ob der Helfer oder der Dröscher damit Probleme kriegt. Ich hoffe ja nicht, aber bei meinem Glück vielleicht ja doch. Und wir haben die olle Ballengabel nicht bei. Schön, die hätten wir vorne ranbauen sollen. Die Autolaut-Ballengabel. Damit hätten wir schön wegräumen können.
Ja, naja. Aber wir können auch hingehen und mit Superkraft schnell Ordnung schaffen. Dann liegt es wenigstens nicht beim Dröscher im Umdrehradius. Das wäre, glaube ich, ganz wichtig. Guck mal, wenn wir die hier hinpacken, ist doch okay. Da hinten haben wir noch eins. Den nehmen wir gleich mit weg. So, und die werden wir verkaufen. So. Und weiter geht's. Na, siehst du, das läuft doch. Raps und Stroh und so. Kommt voll ab vom Kurs hier, Mann. Er nimmt alles mit. Das ist ja geil. Okay, dann habe ich nicht gesagt. Alles gut. Hier ist alles super. Kein Problem. Gerne geschehen für diesen Ohrwurm. Ja, wer es kennt, weiß Bescheid. Ja, der gibt mir ständig auf Arbeit so. Da fängt der Lehrling wieder an. Hier ist alles super. Dann denkst du ja auch, toll. Vielen Dank. Dann hast du wieder stundenlang in der Birne. Ach ja, aber manchmal ist es schon echt lustig. Ich weiß ja nicht, ob das bei euch auch so ist, aber auf Arbeit, da fallen manchmal so ein paar... Da denkst du dir, Leute, wo bin ich hier bloß? Aber genau das ist auch das, was das ausmacht, was Spaß macht. Ne? Also ich sag mal, die sind gemeinsam doof sein. Das ist schon manchmal echt lustig. Und wenn der Tag manchmal noch so beschissen ist, da kommt ein bisschen Freude auf. Und das kann ja eigentlich nicht verkehrt sein. Hallo, Dröscher? Ah, der ist voll. Ja, und wisst ihr, warum ich das mitgekriegt habe? Da. Das war gerade speichern, oder? Ah, warte mal. SSD hängt auf 100%. Wir machen mal kurz gar nichts. Okay. Warum? Das, ey, das war den ganzen Tag nicht. Warum jetzt, ich hoffe, das läuft. Ja, jetzt geht sie wieder runter. Okay. Vielleicht war wirklich speichern. Das kann natürlich sein. Eigentlich müsste die Aufnahme laufen. Ja, sieht sehr gut aus. Oh Gott, ey, ich krieg hier echt irgendwann, ne? So. Machen wir weiter. Fahren wir hier wieder hoch, dann pressen wir erstmal das Ende hier hinten fertig, da wo die Schwade schon fertig liegen. Aber wie gesagt, das schaffen wir heute sowieso nicht. So. Na ja, kommen ja ein paar Ballen zusammen, das ist ja schön. Wir haben ja die beiden neuen Ballenanhänger, mal gucken, ob wir die voll bekommen. Eine Rapsdröschen sind wir bald durch. Jetzt schon da auf der anderen Hälfte. Da müssen wir noch viel, viel Ballen pressen. Mal gucken. Aber der Preis zum Verkaufen, der wird sowieso erst im Winter wieder okay sein, denke ich mal. So.
Ach komm, wir machen die Bahnspalte noch fertig. Dann wird der Droscher eh bald wieder voll sein. Das sollten wir hinkriegen. Und ich glaube, mit dem International ist das schon ein schönes Ballenpressen. Da haben wir auch alle Steigungen, nicht so viel Stress, leistungstechnisch. Der fährt einfach, der macht einfach. So, und das nächste Ballen fällt raus. Hä, na doch, das lohnt sich doch voll. Also Strohablage aktiv ist immer ganz fantastisch. Können wir theoretisch das ja bei den Sonnenblumen machen. Das wird zwar hochgradig Holz sät oder Stroh, aber wenn wir es verkaufen, ist ja egal. Wir benutzen es ja nicht selber, ne? Kriegen ja unsere Kühe nicht, von daher brauchen wir uns eigentlich ja nicht jucken, ist ja wurscht. So. Und das nächste. Okay, okay. Freunde, wir sind hier soweit durch. Ich fahre hier wieder an das Schwarz ran. Und dann machen wir hier aber beim nächsten Mal weiter. Wir können ja nochmal gucken, was bei dem Drescher gerade abgeht. Lampe ist noch nicht an. Das ist schon mal schön. Und 42%. Okay. Dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Warte mal. Hier geht noch... Oh, zwei Korntanks passen hier noch locker rein. Perfekt. Freunde, wir sind ganz erfolgreich gerade in der Rapsernte unterwegs. Meine Stimme haut ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Na, dann machen wir den ganzen Bums hier fertig. Ist ja anscheinend nicht mehr so viel. Der Dröscher fährt hier noch 3-4 Mal den Acker hoch und runter. Dann pressen wir die Schwade hier alle noch weg, Ballen abfahren und dann haben wir die Rapsernte auch erfolgreich in Sack und Tüten. Also, ich freue mich. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Aber hier, der Lanz ist auch schon ganz aufgeregt. Der ist schon am Rumbouncen. Ja, der freut sich. Und dann sehen wir uns, wenn es hier weitergeht. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, macht keinen Quatsch. Und René haut. Warte mal.